genau, dich hier. Ah, ihr Kameraden, was kann der Junge Ned für euch tun? Könnt ihr mich zur Toteninsel bringen, Junge Ned? Ja, wartet, nein. Schluck, Spuck, warum wollt ihr da raus? Auf der Insel sind nur die Toten. Und noch sind sie nicht weitergezogen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist sehr wichtig, Junge Ned. Gut, gut, ich vermute, ich kann euch hinbringen. Wollt ihr jetzt gleich los? Ja, lasst uns aufbrechen. So, wir sind auf der Toteninsel angekommen. Diese Feuergrube enthält die Überreste mehrerer Menschen. Sie scheint erst vor kurzem benutzt worden zu sein. Und ja, die Toteninsel macht ihrem Namen keine Ehre, wenn man dem jungen Ned hier glauben kann. Ist sie voll mit Untoten. Ich kann das machen. Insurgents, Poachers, Imperial. Was mit Vergnügen? Was ist los? Wie soll das geschehen? Stirb. Sag, was du von mir willst. Also ja, Geisterschaman, böse. Vorwärts! Du hast noch den meisten Platz. Komm, den Arztbrief tun wir mal da weg. Ihr tragt das Zeug. Ups. Immer bereit zu Nord mit deiner Erlaubnis. Dann gucken wir mal. Kaputte Rüstung, kaputter Schild. Winterwolfspelz. Also ja, in erster Linie kaputte Waffen, die sie droppen. Wie kann ich sofort? Die sind dann doch nichts wert. Hier ist der Eingang zu den Gräbern. Also ja, ich will mich erstmal hier an der Oberfläche umsehen, bevor ich... Oder? Nö, gucken wir uns mal das erste Grab mal an. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie groß die genau sind. Weiter! Folgt ihr mir raus? Ja. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Vorwärts! Gut. Dein Befehl. Gewiss! Also gut, gucken wir uns erst einmal auf der Insel um. Bevor wir ins Gräberlabyrinth runtergehen. Okay, was hat er da gerade? Gesprochen. Ich höre.
mir, was soll geschehen? Sagen wir mal so, dadurch, dass die Grabgruftschrecken eigentlich fast keine Erfahrung bringen, eigentlich sehr leicht sind, sagen wir so, also nicht wirklich viel Schaden machen, bringen sie eigentlich doch recht viel Erfahrung. Das ist der nächste Zugang zu den Gräbern. Da gehen wir jetzt als nächstes nach Süden, würde ich sagen. Vita Mortis. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Okay. Ihr hängt da gerade ein bisschen fest. Oh, ein Leuchtturm. Oder allgemein ein Turm. Turm des Nekromanten. Aidon Kardok, seid gegrüßt, Abenteuer. Ich bin Aidon. Was bringt euch auf die Toteninsel? Was ist los? Seid ihr krank? Ja, sehr aufmerksam. Ja, ich bin krank. Es geht nun schon ein Jahr so, aber es wird bald vorüber sein. Bald vorüber? Was soll das heißen? Einst war ich ein Zauberer, ein Totenbeschwörer. Ich war der Verbündete von Fürsten und Königen in einem Land weit im Süden. Ich war an vielen großen und schrecklichen Abenteuern beteiligt. Das scheint jetzt so lange her. Was ist geschehen? Vor 3 Jahren war ich an einem Kampf beteiligt, um Tethir vor Zauberern und mörderischen Schlägern der öden Ränke zu schützen. Einzeln waren sie nicht stark, aber sie waren gut organisiert und verfügten über magische Rituale mit verheerender Wirkung. Was für Rituale? Das mächtigste dieser Rituale war eine Art Zeremonie, zu der Dutzende Blutopfer und tagelange obskure Riten gehörten. Sie führten dieses Ritual durch, um mich, die direkteste Bedrohung für ihren Aufstieg, zu eliminieren. Was kam dabei heraus? Ich bin mit negativer Energie infiziert und man kann sie durch nichts abschütteln, außer durch göttliche Hilfe. Durch das Wirken von Zaubern wird der Fortgang der Krankheit beschleunigt, was zu Schmerzen, Raserei und schließlich zum Tod führt. Es gibt keine Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen. Nur ein Gott hat die Macht, mein Leiden zu kurieren. Ich bin jedoch damit zufrieden, einfach den Rest meines Lebens hier auf der Insel zu verbringen. Die Fische sind zahlreich, die Besucher nicht... Und es ist ein ruhiger Ort zu sterben. Wenige Menschen könnten sich am Ende ihres Lebens mehr wünschen. Ihr wollt also einfach sterben? Tod bedeutet Veränderung, aber nicht das Ende. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Ich habe mich dafür entschieden, meines seinen Lauf nehmen zu lassen. Macht euch keine Sorgen um mich. In diesem See gibt es viel mehr Fische, als ich noch Sonnenuntergänge erleben werde. Ihr müsst im Laufe der Jahre viele magische Gegenstände gesammelt haben, Aidon. Würdet ihr euch von einigen trennen? Ihr müsst auf dieser Insel eine ordentliche Sammlung von magischen Gegenständen versteckt haben. Warum gebt ihr sie nicht heraus? Was wisst ihr über die Insel? Nun, die Barbaren benutzen diese Insel als Begräbnisstätte für ihre Helden und Häuptlinge. Die meisten sind unterirdisch bestattet, aber schließlich ging ihnen der Platz aus und gelegentlich bestatteten sie ihre Helden nun an der Oberfläche. Vor kurzem sah ich auf der Insel etwas, das die Geister zürnte. Ich glaube, es wurde durch das Erscheinen eines bösen Geistes auf der Insel verursacht, aber ich bin hier nicht sicher. Gibt es irgendetwas, was man tun könnte, um die Geister zu besänftigen? Es ist möglich, aber ich bezweifle es. Die Barbaren haben strenge Vorstellungen von Unversehrtheit. Sobald etwas oder jemand in ihren Augen befleckt ist, ist es schwierig, es oder ihn wieder reinzuwaschen. Habt ihr vielleicht irgendwelche magischen Gegenstände versteckt, die ihr verkaufen würdet? Ja, aber mich interessiert viel mehr der Kauf von magischen Waffen und Rüstungen als der Verkauf meiner magischen Gegenstände. Die Geister auf der Insel wissen Geschenke in der Form eines feinen Schwertes oder einer robusten Rüstung zu schätzen. Die Geister auf dieser Insel, was wisst ihr über sie? Ja, das kennen wir. Alles?
Also gut, dann lasst uns mal sehen, was ihr habt. Hast du einen nimmervollen Beutel? Du hast jede Menge Zauber. Ein Zauberring. Schild der Heimsuchung. Also erst einmal können wir hier die Robe verkaufen. Dadurch verdoppeln wir einfach mal gerade unser Geld. Gucken wir mal, der Zauberring. Verdoppelt die verfügbare Anzahl der vom Magierzauber des 5. Grades. Der ist mächtig. Kann den Zug von Lebenskraft, Alb und Vampirgriff 3-mal am Tag anwenden. Plus 2 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Naja. Zyklokegel. Ja, also der Magier-Hutkappe. Plus 1 Rüstungsbonus. Träger kann Wirbelwind anwenden. Aha. Zynismus ist, ist ein Langschwert, was einmal am Tag Fallen finden und Klopfen hat. Naja, nicht so ganz so. Ogerblutgürtel, der Träger regeneriert alle 500 einen Trefferpunkt. Träger kann einmal am Tag 5 Oger herbeirufen. Okay. Schild der Heimsuchung. Schutz vor Untoten anwenden und hat einen Rüstungsklassebonus von 3. Armreif der Explosion. Benutzer kann einmal am Tag Brüllen und lautes Brüllen anwenden. Bei jeder Verwendung von lautes Brüllen besteht die Möglichkeit von 10%, dass die Armreife explodieren und dem Träger 4 bis 40 Schadenspunkte zufügen. Was trägst du eigentlich gerade? Das Ding. Du trägst das und ihr alle anderen tragt magische Helme. Oh ja, den Stab der Blitz und die Steinschleuder. Dein Befehl? Können wir vielleicht noch loswerden hier. In Ordnung. Als Dekommand könnt ihr da diesen Text auf dem Geheimnis der Toten entziffern? Lass mich mal sehen, ich kann einiges davon entziffern. Also, er ist ein sehr uralter Dialekt östlicher Nekromanten, glaube ich. Es scheint sich um eine Zauberformel zu handeln. Ich glaube, dieser Schild könnte Zaubersprüche wirken, wenn wir diesen Text entschlüsseln können. Ich wäre bereit, das zu tun, aber nur für eine Gegenleistung. Wie ich schon einmal erwähnt habe, bin ich an Rüstung interessiert, um mich mit den Geistern der Insel Tauschhandel treiben zu können. Sie scheinen besonders alte, rostige Hüllen von Rüstungen zu mögen. Bringt mir 3 davon und ich übersetze euch den Text. Ich werde mit ein paar Rüstungen wiederkommen. Okay, welcher Schild? Ach, dieser Schild. Gut, den haben wir aus dem Hauptspiel mitgebracht. Das heißt, Rüstungen einsammeln. Nee. Ja, sofort. Weiter. Gut, eine Rüstung haben wir da hinten noch rumliegen. Da, wo wir gestartet haben, liegt auf jeden Fall eine. Die kann Hagrim einsacken. Erledigt. Sag was weiter. Wir brauchen nur noch 3 weitere und dann ist alles gut. So, wir müssen hier oben lang. Oh, was bist du? Ertrunken? Oh, ertrunkene Tote. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen.
Also ja, ertrunkene Tote sind recht garstig. Nicht, weil sie sonderlich stark sind, aber man sieht, sie halten verdammt viel aus. Weil sie auch verdammt hohen Schadenswiderstand haben. Man sieht, Spitze durch Hagrim, 22 Widerstanden. Auch die Klingen und allem.